im Landtag, im Präsidium, lackieren Sie grad die Kassen um. Ja, liebe Leute, das ist schon verdammt kompliziert geworden mit der neuen Farbenlehre. Die einen haben schwarze Kassen und kein Mensch weiß, wo das ganze Geld da drinnen hergekommen ist. Und ich habe rote Kasse und kein Mensch kann mir sagen, wo das ganze Geld hingegangen ist. Naja, vielleicht die vom Finanzamt. Die wissen bestimmt, wo mein Geld abgeblieben ist. Ich glaube, wenn man denen eine messerspitze geriebene Orangenschale gibt, da pressen die noch einen ganzen Liter Orangensaft raus. Der letzte war einer vom Finanzamt bei mir und wollte eine Inaugenscheinnahme der Örtlichkeiten vornehmen. Na ja, habe ich mir gedacht, der will halt dein Klo angucken. Ja, von wegen, der wollte gleich die ganze Wohnung sehen und wo er dann im Keller war, da hat er so ein Gerät gefunden, wo man Schnaps mitbrennen kann. Da soll ich jetzt 500 Mark Branntweinsteuer drauf zahlen. Da habe ich gesagt, hey, Moment mal, das ist von meinem Opa, das habe ich nie benutzt. Da hat er gesagt, das ist ganz egal, Sie zahlen Steuern, denn das Gerät ist vorhanden. Na ja, habe ich gesagt, Gesetz ist Gesetz, zahle ich halt. Zwei Tage später bin ich nunter aufs Finanzamt und habe gesagt, ich will aber jetzt Kindergeld für 10 Kinder haben. Da haben die gesagt, na, aber wieso denn, Sie haben doch bloß 2. Ja, habe ich gesagt, aber das Gerät ist doch vorhanden. Ja, die vom Finanzamt, die machen es schon mit uns, gell? Ihr Leute, lasst euch sagen, 13 hat die Uhr geschlagen, der Autofahrer kriegt einen Klaps, das Benzin wird teuer wie der Schnaps. Das ist auch so ein Ding mit der Ökosteuer und den Farben, die keiner versteht. Das grüne Öko-Benzin wird immer teurer und der gelbe Ökostrom wird immer billiger. Naja, aber mit dem gelben Strom, das ist ja so eine Sache. Kann man mit gelbem Strom Rotlichtviertel beleuchten? Ich weiß nicht. Aber das treibt ja Blüten mit deinem Strom, da macht ja jetzt jeder seinen eigenen. Die in Meiningen haben sich jetzt auch sowas ausgedacht bei den Stadtwerken. Werra-Strom. Habe ich gesagt, was ist jetzt das, Werra-Strom? Habe ich dabei Hochwasser Starkstrom? Oder muss ich mir jetzt überall Feuchtraumdosen installieren? Alles nicht ungefährlich, hat mir der Oberstromkommissar von den Stadtwerken gesagt. Werra-Strom ist billig, praktisch und total ökonomisch. Wenn du zum Beispiel Kaffee kochen willst, brauchst du in deine Kaffeemaschine nur noch das Pulver reinmachen. Das Wasser kommt dann mit dem Strom gleich mit. So ein Blödsinn, als ob ich meinen Kaffee mit Wasser brühen würde. Ich mache doch immer Vollkornfrühstück. Mache ich immer früh die Kaffeemaschine Vollkorn und dann geht es mir gut für den Rest des Dorfs. Ja, ich will ja gar nicht von deinem Strom und von dem Benzin erzählen. Ich wollte euch ja eigentlich was erzählen von meinem Ausflug über die thüringische Schweiz. Ja, das heißt nicht mehr Thüringer Wald. Das heißt jetzt thüringische Schweiz, nicht wegen der schneebedeckten Gipfel, sondern wegen den vielen Löchern, die die jetzt in den Thüringer Wald eingebohrt haben. Da sind ja jetzt lauter Tunnel drin, für den ICE und für die Autobahn. Aber jetzt haben wir die Tunnel und jetzt fehlt der ICE. Naja, aber Verspätung sind wir von der Bahn ja bemerken. Aber die Autobahn, die kommt jetzt. Es wird aber Zeit, gell? Da ist Thüringen endlich nicht mehr von der Außenwelt abgeschnitten. Es gibt ja in Thüringen Städte, da kommst du mit dem Auto gar nicht hin. Oder wenn du erst mal drin bist, findest du nicht mehr raus. In Meiningen zum Beispiel, da ist der Verkehr auf den Straßen
also nur der auf den Straßen, dermaßen zum Erliegen gekommen, da sind nicht mal mehr Lieferautos gefahren. Da haben die dort im Sommer ein Büchergeschäft umgezogen von einem Laden in den anderen. Und da haben die eine riesengroße Menschenkette gemacht und die Bücher von Hand zu Hand von einem Laden zum anderen gereicht. Ja, was soll ich euch sagen, wie das halt so ist? Bücher, da waren natürlich zuerst immer die die studiert haben, halt. Die waren da halt als Erste da und haben damit zugefasst. Oh, bitte, Herr Doktor, danke, Herr Doktor, bitte, Herr Doktor, danke, Herr Doktor. Ich habe da nicht mitgemacht bei den Büchern durchreichen. Als ich kam, waren die Kochbücher schon durch. Was anderes lese ich nicht. Naja, ich habe nur so Hundemagazin habe ich abonniert. Das heißt Pralle Möpse. Ja, die kleinen Dinger, die mag ich halt. Aber zu den Hunden hätte ich ja noch einmal eine Frage. Ihr Leute, lasst euch sagen, ich muss euch da mal was fragen. Wenn du mit Fifi Gassi gingst, war das dann schon ein Online-Dienst? Ja, mit dem Online-Zeug, das ist ja nur auch so eine Geschichte. Da haben die doch jetzt in den ganzen Kommunalverwaltungen in Thüringen einen Online-Service eingerichtet. Online? Was heißt denn das nun schon wieder, habe ich meinen Chef gefragt. Ja, hat er gesagt, online, das ist Englisch und heißt an der Leine. Siehste, habe ich gesagt, siehste, hättest du dich früher nicht so viel abgeseilt, hätten sie dich jetzt auch nicht an die Leine gelegt. Schied dir ganz recht. Aber unsere kleine Blondine aus dem Einwohnermeldeamt, die hat mir dann doch erklärt, was das ist mit einem Online-Service. Also, hat sie gesagt, wenn du zum Beispiel von Suhl nach Zellamelis umziehst, dann brauchst du nicht mehr kommen, um das zu melden. Das könntest du übers Internet dann auch von Rio de Janeiro aus machen. Habe ich gesagt, was soll denn der Blödsinn, wenn ich von Suhl nach Zellamelis ziehe, warum soll ich mit deinen Möbelwaren erst über Rio fahren? So ist es halt, mit die Blonde. Gestern haben die noch gedacht, Laptop, das wäre das englische Wort für Topflappen. Und heute surfen sie schon im Internet. Hä? Bin ich schon drin, oder was? Ja, ich habe mir jetzt auch mal einen Laptop in Erfurt im Innenministerium abgeholt. Ich kann mit dem Ding zwar gar nicht umgehen, aber wenn ich den eingeschaltet lasse und mal Pausenbrot so dazwischen quetsch, da ist das nach einer Stunde wie ein frisch gebackenes Sandwich. Ja. Ja, ich war nämlich auch in Erfurt. Da habe ich mir das Ding gleich abgeholt. Ich musste nämlich meinen Kollegen vertreten in Erfurt. Der hat mich angerufen. Und da hat er gesagt, ich mache deinen Dienst. Aber da habe ich was erlebt, das kann ich euch sagen. Das ist ja was ganz anderes. Wie ich da so im Altstadtviertel von Erfurt so nach dem Rechten sehe, da höre ich plötzlich von der Domtreppe her Geräusche. Oh, ja, schneller, schneller. Ja, warte, ich bin auch gleich oben. Oh. Holla Fuchs, habe ich mir da gedacht. Holla Fuchs, was ist da los? Januar, auf den kalten Domstufen, wenn die sich mal keine Hämorrhoiden holen. Na, jedenfalls bin ich da mal hin, muss ja mal nach dem Rechten gucken. Und da höre ich es wieder. Ah, ja, ich war zuerst. Und wie ich so um die Ecke rumkomme, was war's? Zwei 14-Jährige, die versucht haben, mit Plateauschuhen die Domstufen hochzulaufen. Ja, so sind sie halt, unsere Kids. Plateauschuhe, Wonderbra. Ohne Zahnspange mit Brillanten drauf. Früher hat man sowas Mogelpackung genannt. Aber wie ich da so stehe mit den zwei Mädels, da höre ich es hinter mir so scheppern, immer so klappern.
Da habe ich erst gedacht, die hätten vielleicht noch eine leere Cola-Büchse die Domstufen runtergeschmissen. Aber dann habe ich gemerkt, denen war kalt, die haben gezittert. Und da sind immer die ganzen Piercing-Ringe aneinander geschlagen. Die waren sowas von gepierst. In den Augenbrauen, in den Nasen, in den Lippen, in den Ohren, die Zunge. Weiter habe ich dann nicht mehr geguckt. Da habe ich mir so gedacht, wenn jetzt ein Gewitter kommt und die den Blitz erschlägt, die kannst du ja gar nicht normal beerdigen, die musst du ja verschrotten. Ja, ich sag's euch, in so einer Großstadt, da kannst du schon was erleben. Da ist mehr los als bei uns in Meiningen. Aber trotzdem zieht's mich da jetzt wieder hin. Der Weg von hier, der ist verdammt weit. Und mein Landrat, der ist hinten nicht ganz dicht. Das ist nicht ganz dicht. Entschuldigung, habe ich mich wieder geoutet. Und außerdem habe ich jetzt ein Bedürfnis. Muss ich nochmal einen Duden. Halt durch. Hört ihr Leute, lasst euch sagen. Ich könnte jetzt ein Bier vertragen. Drum streb ich jetzt der Theke zu und sag zum Schluss nur Hey, Lau!